Es ist fast 21 Uhr Ortszeit und das bedeutet, dass das Qualifying für den Grand Prix von Singapur in wenigen Augenblicken losgehen wird. Wie wird Nico Rosberg an diese Qualifying-Session herangehen? Für Rosberg kommt es darauf an, das Rennen von der Pole-Position zu starten. Er muss einfach sein Bestes geben. Wir alle wissen, dass er im Qualifying das nötige Tempo drauf hat. Das hat er oft genug bewiesen. Heute muss er es einfach schaffen. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge von F1 2015 hier auf Totally Nuts. Die kleine Europa-Tournee ist vorbei und wir sind wieder zurück in Asien, in Singapur, um genau zu sein. Es ist mittlerweile der 13. Grand Prix und wir müssen versuchen, an die relativ guten Ergebnisse der letzten Rennen anzuknüpfen. Es war ja wirklich auch teilweise ein bisschen gemischt von den Gefühlen, mal wirklich gut, mal schlecht abgeschnitten, gerade auch im Qualifying mal bessere, mal schlechtere Ergebnisse gefahren, aber auch gerade der dritte Platz in Italien, der wird uns auf jeden Fall hier aufbauen, dass wir ein bisschen Schwung mitnehmen und hoffentlich auch in der Fahrerweltmeisterschaft weiter ordentlich punkten, um uns die Konkurrenzen von der Brust zu halten. Und die Qualifying-Runde hier, die war auch sehr, sehr gut. In Singapur. Ich bin ein eigenes Setup wieder gefahren, also nicht das Standard-Setup. Ich bin ja zuletzt in Italien auch schon mit eigenem Setup gefahren und ich habe immer versucht, so ein bisschen ja rumzutüfteln und rumzuprobieren und es ging auch relativ gut. Ich musste das Training tatsächlich im Regen fahren hier und das Qualifying und das Rennen waren dann auf einmal im Trocknen, was für mich eine relativ große Umstellung war. Also ich fahre hier tatsächlich auch eigentlich ein Regen-Setup, aber es hat für mich gut funktioniert und dementsprechend sind wir hier auch schnell unterwegs und die Zielvorgabe vom Team ist diesmal 9. Platz. Also wieder ein bisschen nach unten korrigiert worden. Das Team merkt also schon, ja, wir sind eigentlich relativ gut mittlerweile unterwegs. Und die Qualifying-Runde ist, wie gesagt, auch relativ gut gewesen. Hier habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Da musste ich kurz vom Gas gehen, weil ich da ein bisschen untersteuert habe. Aber ansonsten war die Runde wirklich, ja, rund. Und bin gut durch den Kurs hier gekommen. Es ist ja wirklich ein kurvenreicher Kurs, der die Reifen vor allem stark beansprucht, da es hier einen ständigen Links-Rechts-Wechsel gibt und wir auch teilweise so schnelle Kurven hier kurz vor Start und Ziel haben. Aber das Qualifying super, der 5. Startplatz ist der beste Startplatz, den wir diese Saison sammeln konnten. Und ich würde sagen, mit dem tollen Ergebnis gehen wir ins Rennen. Sergio Perez ist natürlich äußerst zufrieden, sein Team auch. Und ein 5. Platz ist absolut, ja, das Maximum, was wir eigentlich auch erreichen konnten. Wir schauen mal auf die Standings. Wir haben 1,1 Sekunden Rückstand vorne. Die beiden Mercedes wirklich in der eigenen Liga. Vettel konnte hier noch Schritt halten. Allerdings Kimi Räikkönen auch schon weit weg. Und gerade den, ich meine Ferrari, dass wir den um 3/10 distanzieren, wirklich ein gutes Ergebnis. Unser Teamkollege Nico Hülkenberg wird von der 12 ins Rennen gehen. Und ich würde sagen, schauen wir mal ins Rennen. Schauen wir mal, was sich ergibt. 5. Platz, da sind auf jeden Fall die Anforderung relativ groß dann für das Rennen. Das Team sagt, ich sollte 2. werden. Okay, 2. Platz ist auf jeden Fall eine Ansage. Gleich mal einfach fettes Gemisch und los geht's. 5 rote Lichter sind aus. Und wir kommen eigentlich sogar relativ gut weg. Wir werden nicht direkt überholt, was wirklich positiv ist. Räikkönen zwar neben uns, aber der kann uns hier nicht wirklich gefährlich werden. Ja, und wir werden jetzt unsererseits probieren, hier nach vorne zu attackieren. Wie gesagt, weiche Reifen und ich versuche gleich am Anfang mit fettem Gemisch hier der Konkurrenz gefährlich zu werden. Und Bottas wird seinerseits ein bisschen vom Vettel aufgehalten und das sind wir innen. Hart über die Curbs drüber, aber eher auf der Ideallinie. Und jetzt nehmen wir einfach mal den Windschatten mit und schauen, dass wir hier nach dieser langen Geraden, wo es auch später DRS geben wird, einfach mal vorbeiziehen. Da sind wir richtig spät auf der Bremse. Wir passen sogar ein bisschen die Kurve, aber sind vorbei, vor auf den 4. Platz. Auf jeden Fall schon mal eine Position gut gemacht am Start, wunderbar. Ich würde sagen, schauen wir nochmal drauf. Das ist die Sicht vom Williams. Hier am Anfang attackiert er sogar fast Vettel, ist neben ihm, zieht aber fürs Erste erstmal den Kürzeren. Ich werde jetzt gleich mal nach hinten blenden, dass ihr seht, was ich da gemacht habe. Dass ich da wirklich auch seinen Windschatten genutzt habe. Habe hier schon spekuliert reinzugehen, bin natürlich auch reingegangen, aber da ist er noch auf der Ideallinie gewesen und zieht uns noch davon, aber dann direkt wieder Windschatten, dass Kimi Räikkönen auch gleich direkt hinter uns, der uns hier fast noch attackiert und jetzt hier in die Kurve spät gebremst und da muss er uns natürlich Platz lassen und das passt vor auf den 4. Platz. Wie gesagt, ein bisschen weit rausgekommen aus der Kurve, aber das passt. Hier in Runde 6. Wir haben uns nach und nach rangekämpft, sogar an den Ferrari von Sebastian Vettel. Räikkönen hier richtig auf Distanz gehalten und Vettel können wir jetzt gleich hier attackieren. Die Reifen schon relativ abgefahren, aber meine noch relativ gut und jetzt sind wir innen an Vettel.
können nicht ganz vorbeigehen, nehmen den nächsten Windschatten wieder mit, also dass wir mit Ferrari attackieren können. Wirklich fantastisch und wir gehen sogar vorbei Sebastian Vettel, aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Vettel hier außen von uns geht wieder an uns vorbei und wir werden jetzt spät bremsen und sind hier in der nächsten Kurve. Und jetzt die Berührung, er dreht uns weg. Wir behalten zum Glück unseren Flügel, kriegen hier eine Verwarnung, weil wir die Kollision mit Vettel verursacht haben. Ich würde einfach mal sagen, schauen wir drauf. Vorerst sind wir aber vorbei. Vor auf den dritten Platz. Das ist ja nochmal die Sicht, die Heckansicht vom Ferrari von Sebastian Vettel. Und da haben wir uns richtig rangekämpft, da mussten wir fast aufpassen, dass wir nicht in ihn reinrauschen. Gab eine kurze Berührung, bis hierhin auf jeden Fall noch alles okay. Hier sind wir Seite an Seite und jetzt auf jeden Fall genau aufpassen, denn da klärt sich auch die Schuldfrage. Wir sind innen und wir sind gleich auch mit dem Flügel noch vorne in der Kurve, also hier erstmal nochmal Vettel ein bisschen weiter vorn. Und hier in der Kurve gehen wir innen rein und dann Vettel in uns rein. Ich meine, natürlich ist es auch unsererseits ein bisschen eine Teilschuld, weil wir ihn einfach hätten Platz lassen müssen, aber er ist in uns reingefahren, hat sich dabei gedreht. Deswegen würde ich sagen, die Schuldfrage nicht eindeutig zu klären, aber sie liegt nicht zu 100% bei uns und dementsprechend nehmen wir auf jeden Fall den dritten Platz mit und jetzt sogar den zweiten. Da ist Lewis Hamilton an der Box, aber der ist nur an die Box, weil er natürlich nicht zeitgleich mit Nico Rosberg an die Box möchte. Und in Runde 7 werden wir an die Box gehen, hier so ein bisschen einen kleinen Trick fast gemacht und einfach ein bisschen draußen geblieben auf der Ideallinie und dann sehr, sehr spät erst in die Boxeneinfahrt. Nico Rosberg, auch an der Box, der ist aber direkt hinter uns quasi schon rausgefahren und kann uns hier auch überholen. Wir wechseln jetzt auf die harten Reifen hier in Runde 8 und es ist vorerst wieder alles beim Alten, bis auf das, dass viele noch nicht an der Box waren und wir hier erstmal auf Position 8 gespült werden. Aber wenn alles normal laufen sollte und die anderen normal in die Box gehen, dann sollten wir wieder zurück sein auf dem dritten Platz und das sieht doch dann auch relativ gut aus und so ist es auch. Alle anderen jetzt an der Box, da ist einer noch an der Boxenausfahrt, Jenson Button, der hat sich hier wirklich relativ gut nach vorne gekämpft und wir, ja, zurück auf den dritten Platz, hinter uns, wie gesagt, jetzt Kimi Räikkönen und wir sind in Runde 14 und jetzt achtet mal wieder oben links auf die Anzeige, da ist ein Auto ausgeschieden, aber welches ist es denn? Unten links mal Minimap drauf achten, da steht ein Auto vor uns, es ist Nico Rosberg und wir sind vor auf dem zweiten Platz, kriegen hier eine Position geschenkt, was ist denn da überhaupt passiert? Nico Rosberg ausgeschieden, das ist schon zwei, drei Mal jetzt passiert, dass Nico Rosberg ausgeschieden ist und hier einfach geradeaus gefahren, da stellt er sein Auto ab und jetzt achtet mal bei mir, das schaltet jetzt die Perspektive und ganz geradeaus da, da steht er und wir gehen dran vorbei auf den zweiten Platz, kriegen wieder eine Position geschenkt und dabei bleibt es auch, das war's schon, das Rennen und wir fahren den zweiten Platz hier zu Ende, ein wunderschönes Rennen von uns, fantastisch, erfüllen hier sogar noch die Zielvorgabe, was ich niemals gedacht hätte, dass wir den zweiten Platz bekommen, konnten Kimi Räikkönen hier auf Distanz halten und feiern einen zweiten Platz. Es ist ein neues, bestes Ergebnis von Sergio Perez in dieser Saison. Und ja, dann würde ich fast sagen, nächstes Rennen ist auf jeden Fall mal der Sieg fällig. Aber zweiter Platz, wunderbares Ergebnis. Wir wären wieder Dritter geworden, wie in Italien, wenn hier nichts passiert wäre. Aber Nico Rosberg raus. Das würde natürlich auch vor allem Lewis Hamilton freuen, der jetzt dem WM-Sieg hier richtig, richtig nah ist, wieder 25 Punkte Distanz gewonnen hat, also an ihm auf jeden Fall kein Vorbeikommen. In dieser Saison 10 Sekunden haben uns auf ihn gefehlt, aber wir waren auf jeden Fall super unterwegs. Kimi Räikkönen ergänzt, wie gesagt, das Podest. Dahinter Massa, Ricciardo, Vettel auf 6 zurückgefallen nach dem kleinen Unfall hier. Dann Verstappen, Nico Hülkenberg hier, super Mannschaftsergebnis 2 und 8, das ist auf jeden Fall unser absolutes Bestergebnis. Er nimmt 4 Punkte mit, ich 18 Punkte, das super und vor allem auch Valtteri Bottas, einer unserer WM-Konkurrenten, nur auf dem 11. Platz. Der musste nochmal in die Box und sammelt keine Punkte. Und das sieht es nochmal Nico Rosberg. Ein DNF gesammelt. Did not finish auf dem 20. Platz. Also letzter. Und schauen wir mal auf die WM-Standings. Denn ich habe es gesagt, Valtteri Bottas ist ein WM-Konkurrent. Wir sind nur noch 10 Punkte hinter ihm. Können ja in den nächsten Rennen wirklich ihn noch attackieren und vielleicht den 5. Platz klar machen. Räikkönen 25 Punkte weg, jawohl, 25 Punkte. Ja, das ist schon relativ weit, aber wer weiß, vielleicht geht noch was ein bisschen in unsere Richtung. Also das wäre super, auf jeden Fall nach hinten. Felipe Massa jetzt echt ordentlich Distanz, Danny Ricciardo auch und Nico Hülkenberg jetzt auch einen gefestigten 10. Platz. Und wir schauen auf die Konstrukteursrangliste, da sind wir jetzt wirklich auf einem sattelfesten 4. Platz. Also den können wir fest einplanen. Das sollte nichts mehr schief gehen. Die Red Bull auf jeden Fall
weit weg, 50 Punkte, die werden uns nicht mehr gefährlich werden. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall auch ein super Ergebnis für das nächste Rennen. Vierter Platz konstrukteurssicher und auf jeden Fall auch den sechsten jetzt in den Fahrerstandings sehr, sehr sicher. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Rennen wieder. Ich hoffe, ihr seid mit dabei und falls euch die Episode gefallen hat, auf jeden Fall den Daumen hoch nicht vergessen und wir sehen uns dann das kommende Mal wieder. Bis dahin, liebe Leute, und ciao, ciao.